Der Test. An manchen Tagen ist das Arbeitsleben als Autotester ein klein wenig schöner als an den restlichen. Klar, es kann nicht jeden Tag ein Supersportler vor der Tür stehen. Ist eigentlich auch gar nicht nötig, wenn die Rahmenbedingungen passen. Quadratisch praktisch gut, das ist nicht nur Rittersport, sondern auch der neue Suzuki Ignis, ein sogenannter Micro-SUV. Hier treffen 90 fröhliche PS auf schlanke 900 und ein paar zerquetschte Kilos. Und genau mit dem werde ich jetzt über die verschneiten Bergstraßen rittern. Und zwar sportlich. Mit dem Ignis eröffnet Suzuki das Micro-SUV-Segment. Ein Segment, das bisher nur von den wenigsten bespielt wird. Und wenn, dann meist ohne Allrad. Doch gerade hier steht Suzuki schon seit Jahrzehnten für ausgeklügelte und vor allem verlässliche Systeme. Unterm Blech steckt Suzukis All-Grip-System, das ist der Allrad. Ist anders als beim Jimny. Jimny hat einen permanenten Allrad, hat der ein Hinge-On-System. Das heißt, der benutzt den Allrad nur, wenn er ihn braucht. Im Alltag, Frontantrieb, sehr sparsam. Und auf Schnee und Eis, so wie ich jetzt gerade. Vierrad betrieben. Und da kommen halt dann die Rallye-Talente von Suzuki raus. Weil der Ignis hat einen kurzen Radstand und lässt sich dadurch um die Kurven werfen wie eine Flipperkugel. Den Suzuki Ignis gibt es natürlich auch rein frontgetrieben. Aber wenn man schon mal die Möglichkeit hat, ein derart kleines Auto mit Allradantrieb zu bewegen, muss man es einfach krachen lassen. Abgesehen von seinem richtig guten Fahrwerk bietet der Ignis ein erfrischend neues Design, das zu einem historische Modelle von Suzuki zitiert und zum anderen eine völlig neue Linie in die Modellpalette bringt. Auch wenn er keinem anderen Suzuki so richtig ähnlich sieht, hat er im Innenraum dann doch die ein oder andere Gemeinsamkeit zu bieten. Zum einen ist Suzukis Entertainment-System verbaut, das nicht nur intuitiv, sondern auch schnell arbeitet. Und zum anderen bekommt man das mittlerweile Suzuki-typische Raumgefühl. Wie auch der Vitara oder der Baleno ist der Ignis innen größer, als er von außen wirkt. Das spiegelt sich im Alltag auch in einem recht erwachsenen Fahrverhalten wider. Berechenbar und dank jeder Menge Fahrerassistenzsysteme auch sicher. Wenn man diese aber mal wegknipst und eine gesperrte Bergstraße zur Verfügung hat, wird aus dem braven Ignis ein ernstzunehmender Wintersportler. Also man fühlt sich in dem Ignis, wenn man mal Platz hat und die Möglichkeit hat, einer gesperrten Bergstraße, die nicht geräumt ist, wie ein Rallyefahrer. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Der kleine Allradler mit seinen 90 PS, der zieht darauf. Das ist unpackbar und ich kann mich wirklich nicht erinnern, wenn ich das letzte Mal in einem Auto mit unter 300 PS so viel Spaß gehabt habe. Das ist ein Wahnsinn. Ein 1,3 Liter Vierzylinder Benzinmotor ist für den Vortrieb verantwortlich. Seine 90 PS reichen für 165 km/h Topspeed und einen kombinierten Verbrauch von 5,2 Litern ab Werk. Dieser Wert gilt aber nur für den Ignis mit SHVS-Technik. Dabei handelt es sich um einen Startergenerator, der den Ignis auf den ersten Metern elektrisch anschubst. Ein smartes System, das bei meinem Harakiri-Fahrstil an seine technischen Grenzen stößt. Nichtsdestotrotz hat mich der Ignis schwer beeindruckt. Die haben echt ein gescheites Auto gebaut. Ich fasse es nicht. Der Ignis hat die Testtortur unbeschadet und ohne zu murren überstanden. Jede fahrerische Dummheit stoisch ertragen und sich als verlässlicher Partner im sportlichen Fach gezeigt. Deswegen kann mein Fazit nur wie folgt ausfallen. Mit dem Ignis ist Suzuki wirklich was gelungen. Abgesehen davon, dass das Auto einen unheimlich sympathischen Auftritt hat, glänzt er auch mit Offroad-Talenten, die man in einem Micro-SUV um diesen Preis eigentlich nicht erwartet. Und obendrauf ist der Zwerg auch noch richtig fein sportlich zu bewegen auf verschneiten Bergstraßen.